Assalamu alaikum, merhabana, alle meine muslimischen Freunde und Mitbürger. Und dies ist ein sehr, 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 sehr schwieriges Video. Als Antwort an Marcel Krass und viele Bibelkritiker, die glauben und behaupten, der sogenannte lange Markus-Schluss, nämlich Markus Kapitel 16, 9 bis 20, ist nicht original im Markus-Evangelium gewesen, sondern hunderte von Jahren später von den Christen erfunden, angeklebt worden an den originalen Markus-Schluss, nämlich Markus Kapitel 16, Vers 8, weil dieser nämlich endet mit der Geschichte, dass die Frauen verängstigt vom Grab kamen und niemanden etwas erzählten von der Auferstehung Jesu. Dies war unbefriedigend für die ersten Christen und so haben sie hunderte von Jahren diese Geschichte angeblich erfunden und dran gehängt. Achtung, dies ist die ausführliche, die Extended Version für alle Liebhaber der biblischen Geschichte und der biblischen Details. Es gibt auch eine kurze Version, die Sie auch auf meinem Kanal finden, für die, die nicht so viel Zeit haben in ihrem Leben. Wir machen einen kurzen Befund. Sie haben sicher auch in Ihrer Bibel eine kurze Fußnote, wo Sie auch den Hinweis finden, dass Markus 16, Verse 9 bis 20, der sogenannte lange Markus-Schluss, nicht in den ältesten biblischen Handschriften oder Bibelkopien sind. Hier machen wir einen kleinen Befund über die Manuskriptlage. Der kurze Schluss, das heißt also Markus 16 endet mit Vers 8, ist in den ältesten und prominentesten griechischen Manuskripten mit hohem Gewicht, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus 325 bzw. 330, auch die Verbreitung des kurzen Markus-Schlusses ist sehr hoch, nämlich in der ganzen damaligen Welt bis spät. Wir haben nämlich in dem altlateinischen Übersetzung Codex Bobbiensis und dem Sinai-Syrer 4. bis 5. Jahrhundert und eine hohe Verbreitung in den altarmenischen, in zwei georgischen und auch in vielen äthiopischen Übersetzung. Das führt dazu, dass geniale Bibelkritiker oder Bibelhistoriker wie Bruce Metzger oder Kurt Arland zur Überzeugung kommen, der kurze Markus-Schluss ist original, ist auch der ältere und wurde in der damaligen ganzen Gegend der Welt verbreitet. Der lange Markus-Schluss ist, wie gesagt, die Markus 16, Vers 9 bis 20 und hat als Inhalt: Jesus erscheint Maria von Magdala, den beiden Jüngern, den 11 Jüngern. Der Missionsbefehl ist hier drin, der Befehl der Taufe. Wer glaubt, wird Dämonen austreiben, wird in neuen Zungen reden, Schlangen aufheben, Tödliches trinken, Kranke heilen und die Himmelfahrt Jesu ist hier berichtet. Dies ist in 99% aller griechischen Manuskripte, aller Unizialen, aller Papyri, Minuskeln, Lektionare, in den allermeisten lateinischen Manuskripten und in den koptischen Übersetzungen vorhanden. Das heißt, in der überwiegenden Mehrheit. Wir haben auch noch andere Versionen, die aber nach Bruce Metzger und Kurt Arland nicht viel Gewicht haben. Da haben wir den sogenannten mittleren oder manche nennen ihn auch den kürzeren Schluss und den Text können Sie hier kurz lesen, der, wenn er allein steht, nur im Codex Bobbiensis in der altlateinischen Version vorkommt und halt in verschiedenen Minuskeln und Lektionarien mit dem längeren Schluss vorkommt. Das sind zum Beispiel zwei andere Versionen des langen oder des Markus-Schlusses. Und dann gibt es noch den langen Markus-Schluss mit einer Erweiterung nur im sogenannten Frier Logion oder dem Washingtonanius, ein schwieriges Wort,
Das ist nur ein Manuskript aus dem 5. Jahrhundert mit diesem Text. Das können Sie auch kurz lesen, wenn Sie auf Stopp drücken, auch nach Bruce Metzger und Kurt Aland. Nicht mit hohem Gewicht, wahrscheinlich Hinzufügungen. Nun können Marcel Krass, islamische und bibelkritische Theologen ihre Hände reiben und sagen, hiermit haben wir bewiesen, jawohl, der lange Markusschluss wurden Jahrhunderte später erfunden und eben an den kurzen Markusschluss hinein angefügt. So einfach ist es aber nicht. Wenn wir nämlich das geniale Buch lesen von Bruce Metzger, der Text des Neuen Testamentes, oder den Artikel von Kurt Aland, der wiedergefundene Markusschluss, dann ist es nicht so einfach, wie man denkt. Es ist eins der schwierigsten und wichtigsten Geheimnisse der Bibelentstehung. Bruce Metzger und Kurt Aland sind nämlich zur Überzeugung gekommen, dass der lange Markusschluss, die Verse 9 bis 20, sehr wohl originalen Charakter haben und nicht viele Jahre entstanden sein müssen als sogenannte zweite Edition nach dem kurzen Markusschluss. Höchstwahrscheinlich auch durch Markus selbst. Verschiedene Überlegungen führen dazu. Erstens die unglaublich rasante Ablösung des kurzen Schlusses durch den langen Schluss. Wir haben Eusebius von Caesarea, der mit Hieronymus später bezeugt, dass damals der kurze Schluss hervorherrschend war in der damaligen Welt. Später dann, ab dem 4. 5. Jahrhundert, hat der lange Markusschluss den kurzen verdrängt. In einer Intensität, so dass wir heute 99% der Manuskripte den langen Markusschluss haben. Dies kann vielleicht bei manchen Kritikern dazu führen, dass man sagt, aha, sehen Sie, hier hat die Fälschung den originalen Schluss verdrängt. Wir haben aber durch Bruce Metzger und Kurt Aland noch andere Überlegungen. Schon 375 haben alle Christen übereingestimmt, dass der lange Markusschluss hinein soll in den Kanon. Kurt Aland weist aber auch noch auf andere wichtige Details hin, genauso wie Bruce Metzger. Er sagt nämlich, dass der lange Markusschluss deswegen auch sehr original ist, weil schon Papias von Hierapolis, 120 nach Christus, das sind 200 Jahre vor Codex Sinaiticus und Codex Vaticanus, zitiert aus dem langen Markusschluss. Das heißt also, der lange Markusschluss ist schon mit dem kurzen Markusschluss im Anfang des 2. Jahrhunderts vorhanden gewesen. Das heißt, er kann nicht lange nach dem kurzen Markusschluss entstanden sein. Wir haben ebenfalls ein Zitat bei Irenäus, Adversus Heresis, 135, und bei Tertullian, 150. Das heißt also, Kirchenväter, verschiedene Kirchenväter, haben den langen Markusschluss gekannt und daraus zitiert. Kurt Aland weist darüber hinaus darauf hin, dass Justin der Märtyrer in Apologia 120 nach Christus, das Petrusevangelium 125 nach Christus, die Epistula Apostolorum höchstwahrscheinlich den langen Markusschluss gekannt haben. Und er weist darauf hin, dass Tatian in seinem Diatessaron, das heißt der antiken Evangelienharmonie, den langen Markusschluss schon integriert hat. Das heißt, lange bevor überhaupt der lange Markusschluss in den Kanon gekommen ist, hat schon Tatian 175 nach Christus den langen Markusschluss integriert in seine antike Evangelienharmonie. Kurt Aland sagt weiterhin, dass der kurze Markusschluss nicht der gewollte Abschluss sein kann. Markus muss unterbrochen worden sein. Bruce Metzger weist darauf hin, in seinem Buch, der Text
des Neuen Testaments, auf der Seite 233, da sagt er Folgendes: Es scheint daher, dass der Schluss von Markus 16, Vers 8 nicht das bietet, was Markus am Schluss seines Evangeliums stehen lassen wollte. Es ist absolut selten in der griechischen Literatur, dass eine griechische klassische Handschrift mit Ephabuntu gar endet. Sie fürchteten sich nämlich. So endet nämlich der kurze Schluss. Das war das sogenannte frohe Evangelium. Die Frauen kommen vom Grab und fürchteten sich und sagten niemand etwas. Das ist nicht das Evangelium, das Markus verkünden wollte und ankündigt auch in anderen Versen, dass Jesus nämlich seine Auferstehung ankündigt. Markus muss unterbrochen worden sein, so sagt es Kurt Arland und Bruce Metzger. Zwei weitere Wissenschaftler, sowohl Alan Cole Park in seinem Buch Subjoined to Sort of a Second Edition, bringt hier die Theorie einer zweiten Edition, die Markus selbst geschrieben hat, und zwar nachher. Er wurde unterbrochen, und das sagt Fritz Rienecker, und er erklärt, warum Markus unterbrochen worden ist in seiner ersten Edition, die er in Rom zurückliest. Warum? Weil nämlich 67 nach Christus war die große römische Verfolgung der Christen durch Nero. Petrus ist in dieser Zeit gekreuzigt worden. Nun, wer war Petrus? Er war einer der Apostel und Markus war sein Hermeneus, sein Übersetzer. So berichtet es uns Papias von Hierapolis. Das heißt, das Markus-Evangelium ist kein Augenzeugenbericht von Markus, sondern ein Augenzeugenbericht von Petrus, den Markus direkt ins Griechische übersetzte. Warum? Um die damals ganze griechisch sprechende Welt zu erreichen. Er wurde wahrscheinlich unterbrochen durch den Tod des Petrus, ließ die erste Edition in dem Chaos der Christenverfolgung zurück, wovon von Rom sie sich in die ganze damalige Welt verbreitete und sie deswegen auch eine originale Edition ist, halt eine abgebrochene, eine unvollendete. Fritz Rienecker sagt in seinem Buch der Kommentar des Markus-Evangelium innerhalb der Wuppertaler Studienbibel, dass Markus höchstwahrscheinlich geflohen ist von Rom nach Kleinasien, wo er dann sein abgebrochene, unvollendetes Evangelium vervollständigt hat. Nämlich, Kurt Arland beschreibt den langen Markusschluss, die Verse 8 bis 20, als eine Evangelienharmonie. Markus war in seiner Jugend in Jerusalem schon nämlich zusammengetroffen, laut Bibel, mit Matthäus und mit Johannes, den beiden Evangelisten. Als er später ein Schüler des Paulus war, das lesen wir auch in den Evangelien, war er in Rom gewesen und hat dort wahrscheinlich den Evangelisten Lukas getroffen. Und hat dort aus den ganzen Auferstehungsberichten der anderen Evangelien, Johannes, Matthäus und Lukas, eine sogenannte Zusammenfassung, eine Evangelienharmonie zusammengeschrieben. Deswegen auch der Stilbruch, den viele Wissenschaftler kritisieren, dass ab Markus 16, 9 ein anderer Stil vorhanden ist. Ganz klar, weil bis Vers 8 ist er der Hermeneus des Petrus und nach dessen Tod ist er praktisch der Verfasser einer Evangelienzusammenfassung der Auferstehungsberichte Jesu. Und alle berühmten Wissenschaftler, Kurt Arland, Bruce Metzger und Fritz Rienecker, stimmen damit überein, dass das nicht der letzte Schluss sein kann, einfach zu behaupten, der lange Markusschluss ist Jahrhunderte später erfunden worden. Er ist genauso original wie der kurze. Er ist nur wenige Jahre später entstanden. Das beweist seine Originalität und seine weite Verbreitung. Er ist höchstwahrscheinlich, so Fritz Rienecker, die Second Edition, die vollendete, der unvollendeten Version des Markus-Evangeliums. Dass er dann auch zurückgeschickt hat nach Rom, wo es sich dann auch die Second Edition in der ganzen damaligen Welt verbreitete und in einer Radikalität die erste Edition ablöste. So dass Tertian schon 170, das heißt im
zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts den langen Markusschluss integrierte in seine antike erste Evangelienharmonie. Und später, 375, von allen damaligen Christen anerkannt worden ist. Als originale Second Edition des Markus. So sehen wir hier, dass wir davon ausgehen können, dass das Evangelium des Markus auch mit seinem langen Schluss eine Originalität hat und auch eine Vertrauenswürdigkeit. Nun, wir sehen in dem Stil der Verbreitung der verschiedenen Manuskripte im Christentum einen Unterschied zur Verbreitung der Manuskripte des Korans. Wir sehen viele, viele Varianten bei den Manuskripten des Neuen Testaments. Das scheint uns zuerst zu verunsichern. Und wir denken, dass vielleicht jüngere Manuskripte, die verändert worden sind im Text, eine Fälschung darstellen oder uns erschüttern lassen in unserem Glauben an die Originalität der Schriften. Dennoch haben viele Textkritiker immer wieder darauf hingewiesen, dass kein Buch der Antike so gut überliefert worden ist wie das Buch des Neuen Testaments. Wir haben allein von den griechischen, von den lateinischen, von den syrischen, von anderen Sprachen 5000 Manuskripte in dem ersten Jahrtausend. Wir haben sehr, sehr alte Manuskripte und Fragmente des Neuen Testaments. Und so können wir anhand ihrer Verbreitung in der damaligen antiken Welt und anhand ihres Alters der Manuskripte sehr wohl den originalen Text wiederherstellen. Nur hier, bei dem langen und kurzen Markusschluss, haben wir ein besonderes Problem, weil es sich hier um zwei verschiedene Editionen des Markus handelt. Dass es verschiedene Editionen des Korans gab, berichtet uns der Hadith. Hadith berichtet uns, dass es verschiedene Versionen gab des ersten Korans, der dazu führte, dass die Umma, die Versammlung der Muslime, sich stritt, welche denn der Version die richtige sei. Der Hadith berichtet uns, dass Uthman der Dritte, der große Kalif, damals alle diese verschiedenen Versionen sich schicken ließ, eine Version kreierte, eine neue, und die alten Versionen verbrennen ließ. Der Originaltext der Hadith werde ich unten einblenden. So sehen wir hier einen Unterschied in der Kultur der Verbreitung des Korans versus des Neuen Testaments. Uthman der Dritte verbrannte alle abweichenden Kodizes, das heißt alle abweichenden Koranmanuskripte, während die Christen abweichende Manuskripte stehen ließen. Dies scheint uns zuerst zu verwirren, muss es aber nicht, weil wir anhand der vielen, vielen Kopien, nämlich über 5000, ihres Alters und ihrer Verbreitung sehr wohl den originalen Text wiederherstellen können und damit befestigen können, dass die Bibel, insbesondere das Neue Testament, das bestüberliefertste Buch der Antike ist, Gottes Wort, das Evangelium. Evangelium heißt auf Griechisch, von Griechischen übersetzt, frohe Nachricht. Warum frohe Nachricht? Weil vor 2000 Jahren gab es nur brutale Götter. Götter, die einen nur ins Paradies oder ins Elysium ließen durch Blut. Brutale Opfer von Tieren oder sogar Menschen. Im Evangelium war das erste Mal der Bericht von einem Gott, der uns so krass liebt und so intensiv liebt, dass sein Ruach Allah, dass sein Geist wohnt in einem schwachen Leib, in einem Bodyguard, der für uns sein Leben einlöste im ewigen Gericht. Sura Asafat 107. Allah hat Ismael ausgetauscht durch ein außergewöhnliches Opfertier. Wir als Christen glauben, dass Jesus Christus der Heilige ist, der uns ausgelöst hat im ewigen Gericht. Die Botschaft dieser frohen Nachricht ist, dass sie wertvoll sind, dass sie kostbar sind in Gottes Augen, dass er sie so sehr liebt, dass er ihnen einen Erlöser geschenkt hat. Sein Name ist Jesus Christus.
Johannes 3, Vers 16 sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich segne Sie und wünsche Ihnen alles Gute. Salam und Ma'asalama.